So, nachdem wir letzte Episode ein ganz kleines bisschen zu viel Gespräch hatten auf dem Tonband, musste ich ein ganz kleines Stückchen schneiden, machen wir weiter. Wir haben aber den Code erfahren, nämlich 1080. 1080. So. Und siehe da, ein Power to the People wird frei. Alle fort, ja, Geschenk für das gelbäugige Mädchen. Eine Rose. Super, was soll ich mit der denn anfangen? Naja. Okay, dann haben wir ein Tonband. Lampszeit, nicht Lampes. Lampszeit ist vorbei. Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lambs Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Naja, wie sich zeigt's ja irgendwie nicht. So. Power to the People, was verbessern wir? Harpunen-Zoom. Harpunen-Schaden. Ladestreifen für größere Nietenpistole. Ich denke mal, dass ich ein bisschen die Harpune verbessern werde. Ich nehme erstmal mehr Schaden. Das gefällt mir nicht ganz gut. Können wir wieder ein bisschen mit der Harpune rumlaufen eigentlich. Ja. Spricht ja so nichts gegen, oder? Ich habe gerade irgendjemanden weinen gehört in der Nähe. Daher gehe ich davon aus, dass hier eigentlich gleich irgendwo ein Gegner auftauchen müsste, den ich harpunisieren werde. Gut, so. Da muss ich rein. Was liegt da denn? Da liegt noch eine Fallniete. Diese Lamp scheint kultiviert zu sein. Einmal. Oh. Sie ist tot. Ist in die Mein Gott, sieh mir diese Ladung an. Fallniete reingelaufen. Ihr Spritze. Oh, na ja. Oh, da. Schaut mal da. Oh, verdammte Kacke nochmal. Sie hängt da. Wenn du das nächste Mal auf dem Müll bist, denk an mich. Miau, der hängt da. Und der hängt da auch. Sehr gut. Speere ist doch eine ganz gute Waffe eigentlich. Also solange man eine gute Distanz zu dem haben kann. Liegt nur eine Schrotflinte. Nein, eigentlich wollte ich mir jetzt nichts kaufen. Ich wollte eigentlich die Fallensperre da mitnehmen. So, das ist noch ein Fallenspeer. Sehr gut. Obwohl, wir können ja doch mal gucken, was hier noch zu kaufen gibt. Antipersonen-MG-Kugeln nehme ich mir mal ein paar. Dann Phosphorschub brauche ich nicht. Fallensperre nehme ich mir auf jeden Fall 4 Stück mit. $605. Eine Packung Kugeln. Ah, und doch, eine Packung Schrot. So. Damit müsste eigentlich mein Geld auch schon wesentlich geringer geworden sein. Nehmen wir das hier, nehmen wir den Fallenspeer mit. Hallo? So, den kann ich nicht so auslösen. Moment, da mache ich dann natürlich die gute alte, hebt die Leiche auf und gehe damit durch Taktik. So. Achso, der Fallenspeer ist jetzt auch kaputt. Na toll. Dumme Leiche. Bäm. Gegen die Wand. Lambs Kunstverständnis. Dionysus Park. Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Tja, da hast du dich verschätzt. Hast du dich ganz klar verschätzt. Ich höre eine Big Sister schreien. Noch ein Fall, noch ein Hackpfeil. Ansonsten ist hier eigentlich nur eine Medi-Station. Könnte ich eigentlich hacken? Ja,
Ah, toll. Yay, ich sterbe gleich in der Medi-Station. Geil. Also. Jetzt vorsichtig. Geht doch. So, jetzt kann ich nämlich den Verbandskasten benutzen. Und den hier mitnehmen. Gut. Dumm, ey. Fast in der Medi-Station gestorben. Das wäre auch ein peinlicher Tod, wenn man so als Big Daddy tot neben so einer Medi-Station liegt. Liegt nur irgendwas. Eine Schrotflinte. Ah, die ist unwichtig. Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Joa, ich sehe zwei Schatten gerade. Mein Big Daddy hat mal wieder zu tief ins Glas geschaut. Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Aha, also ist der Typ in der Wachstation. Panzerbrechend. Ein bisschen was drin, was haben wir hier? Verloren und gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Ich glaube, damit haben wir die letzte Nachricht von dem guten Mark gehört. Schau mal, was wir beim Gavas Garden so bekommen können. Natürlich das Gesundheitsupgrade, das Eve-Upgrade, die nehmen wir mal mit. Das ist wichtig. Plasmid-Slot abwackeln, Insektenschwarm, 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 Köder, Sicherheitskommando, Telekinese, Elektrohaut, extra Nahrung, Headhunter, bla 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 bla. Quick Hack, das klingt doch gut, das nehmen wir mal mit. Falls ich mehr hacken muss, habe ich weniger zu tun. Zum Beispiel Bohrerkraft, das brauche ich nicht. Und scharfer Beobachter 2, dass ich vielleicht schneller forsche, ist immer gut. Dann nehme ich den E-Schoner raus, der bringt sowieso so gut wie gar nichts. So. Ist mir aufgefallen. Also mit Eve und ohne E-Schoner hat sich jetzt nicht so. Ach ja. Jetzt mal schauen wir mal in Lambs Garten rein. Guck, guck. Hey, hier war eine Party. Ohne mich, aber mit viel Wein. Holen wir alles nach. Zack. Und dann geht's schon wieder los. Das zweite Mal besoffen. Frag mich ab. Oh, das sind Fische. Da liegt eine Nachricht. Und da ist ein Eve-Experte. Wow. Gut, nehmen wir mal einen Eve-Experte. Manchmal braucht es ein kleines bisschen mehr, um diese harten Zeiten zu. Stocke mit Eve-Experte in der Vorräte an Eve-Spritzen für längeres. Ah, kann ich ein Plasmid. Du kannst keine weiteren Eve-Spritze mehr tragen. Ich hole mir gleich einen. Ein, wer heißt mal, ein Slot dafür noch. Die Schwachstelle des Dinosaurs Park. McDonough, hören Sie zu. Es gibt einen gravierenden Konstruktionsfehler hier in Dionysus Park. Ein Leck in der Hauptentwässerungsleitung könnte den ganzen Laden hier überfluten. Fehlerhafte Druckventile würden die ganzen armen Teufel hier einschließen. Ein ungeschickter Big Daddy klopft das falsche Rohr auf und zack, wird Lambs kleine Kunstschau zum Luxuslebensraum für die Fische. Nicht auszudenken, wenn diese Info in falsche Hände gerät. Sie ist wohl anscheinend in falsche Hände geraten, weil der Nurses Park wurde ja überschwemmt, hat man ja vorhin schon mal gehört. Ein Plasmid-Slot bitte. Hätte ich gerne. Jupp. Ich nehme dafür. Zack. Ach so, verdammt. Jetzt habe ich das Falsche gekauft. Ah, gut, nehme ich. Hypnotisieren einfach. Dumm. Jetzt habe ich einen. Gentonikastort wollte ich haben, ja. Nicht Bohrerkraft, sondern Eve-Schoner, Cure All, Eve-Experte da. Was? Ich will Eve-Experte. Kann ich nicht? Na, dann nehme ich das. Ne, nehme ich. Hat
Dumm. Na, so. Hallo. Wollte ich mich verkohlen? Warum kann ich da nichts benutzen? Doch. Dumm. Naja, okay. Kann man jetzt nichts machen. Irgendwie. Warum habe ich jetzt Hypnotisieren drin? Will ich doch gar nicht. So. Und wieder die guten Speere. Und ab in Lems Garten gucken. Hier was los? Scheinbar nicht. Aber was ich sehe, ist, dass unsere Zeit da nicht schon abgelaufen ist. Ich renne nochmal schnell hoch, gucke. Okay, keine Action hier. Damit mache ich mal einen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Bioshock. Bis dahin.